Wir sind mit LeaderInnen heute in München, und zwar im wunderschönen München hoch 5. Und wir werden ganz tolle Diskussionen führen zum Thema Risikobereitschaft, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert und natürlich auch über das Thema Frauen in Führungspositionen. In Deutschland neigen wir dazu, etwas zu viel über die Utopien, über die Zukunft zu reden. Was wir brauchen, sind Umsetzer, was wir brauchen, sind Konzepte. Ich denke, in einer schnelllebigen Welt muss sich auch die Art der Entscheidungsfindung ändern. Führung ist aus meiner Sicht komplexer geworden. Wir müssen viel mehr unterschiedliche Menschen und Profile in dem Arbeitsprozess vernetzen und führen auf unterschiedliche Weise. Ich glaube, das Wichtigste, was sich noch ändern muss, ist die Wahrnehmung in den Köpfen der Frauen selber. Zu sagen, natürlich habe ich die richtigen Voraussetzungen, ich mache einfach das, was ich möchte und lasse mich da nicht von irgendwelchen Grenzen von innen oder außen beeinflussen. Es braucht auf alle Fälle neue Führungsmodelle in dieser Welt. Wir müssen weiblicher werden, wir müssen flexibler werden und wir brauchen auf jeden Fall mehr Diversity. Weibliche und männliche Führung unterscheidet sich komplett, weil wir von Natur aus komplett anders sind. Also brauchen wir neue Führungsmodelle, um weibliche und männliche Führung miteinander zu verbinden. Heute hat mich besonders inspiriert eine tolle Location, tolle Gäste und eine faszinierende Keynote-Speakerin. Wir hatten heute mal wieder ganz viele spannende Themen. Gerade das Thema Frauen in Führungspositionen bewegt nach wie vor die Gemüter, das merkt man. Aber das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, was wir diskutieren müssen und was wir auch weiter diskutieren werden.